Ja Leute, was geht ab? Mein Name ist Ratum und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video geht es um meinen neuen PC. Oder soll ich sagen, um meine neuen beiden PCs? Ja gut, das wird nicht so ganz stimmen. Es geht eigentlich um einen neuen PC und der zweite bekommt quasi ein optisches Upgrade, damit die beiden gleich aussehen. Aber wir haben in der Vergangenheit in den Videos schon drüber diskutiert, was mich an meinem Setup wirklich noch stört. Und es ist eine Kleinigkeit, wenn man so möchte, aber mich stört es, Freunde, dass das alles so überladen aussieht. Ihr seht es selber, ich habe einen höhenverstellbaren Tisch. Die gibt es tatsächlich nur in gewissen Größen und selbst meine war schon eine Sonderanfertigung. Die Tischplatte ist größer wie gewöhnlich, weil eben das Gestell unten drunter nur eine gewisse Breite hat und alles, was dann über das Gestell rüberragt, wird natürlich instabil. Dementsprechend ist das keine vernünftige Option. Ich habe da zwar schon überlegt gehabt, den Tisch selber irgendwie zu erweitern, größer zu machen, zu einem Metallbauer zu gehen, der mir dann da irgendwas dran schweißt und einfach das Gestell breiter macht und eine neue Tischplatte drauf. Aber dann spätestens hätten wir das Problem, dass ich nicht breiter werden darf als diese Wand hier, weil wie sieht das sonst optisch aus? Ne? Also wir hätten zwar noch ein bisschen Spiel, ich glaube 15 cm pro Seite, hätte ich den Tisch noch größer machen können, dann hätte ich einen 2,50 m breiten Tisch und dann hätte das um einiges besser ausgesehen, wenn die PCs noch drauf wären, weil schaut mal hier, Freunde, ne? Die Monitore von vorne, man sieht den halben PC hinten nicht mehr. Ne? Also dieses ganze Stück sieht man einfach nicht. Genauso wie auf der anderen Seite, gut, hier ist es egal, hier ist die Metallplatte, aber auch das hat mich immer gestört, dass wir hier kein Glas haben, weil es hier halt auf der anderen Seite ist, ne? Dass wir hier optisch einfach nichts haben und nur auf einer Seite das Ganze cool aussieht. Demnach, Freunde, habe ich mir Gedanken gemacht, beziehungsweise auch dank eurer Hilfe, denn ihr habt mir ja unter die Videos geschrieben, Ratun, wie wäre es denn, wenn du die PCs einfach an die Wand hängst? Und da habe ich mir erstmal gedacht, an die Wand hängen? Allein durch die ganze Verkabelung könnte das schon schwierig werden, weil ich muss es ja, wenn, irgendwie so an die Wand machen, dass man die Kabel später nicht sieht. Dann habe ich sogar schon überlegt, weil ich habe hier eine Rehgipswand, hier quasi ein Loch reinzumachen und alles dann durchzuschieben, aber das ist, glaube ich, nicht so eine schlaue Idee. Vor allem, wenn man dann mal irgendeine Kleinigkeit dran machen will, muss man immer durch die ganze Wand. Jetzt habe ich mir was überlegt, Freunde, und zwar Option A. Option A ist, ich kaufe mir diese Akustikpaneele, diese Holzpaneele, blende ich mal hier ein. Das könnte ich an die Wand schrauben quasi, beziehungsweise mit so ein bisschen Abstand, mit so Holzlatten einfach dahinter. Könnte mir in die Mitte ein Loch machen und dann da den PC quasi rein und durch diese Akustikpaneele einfach da hinten drunter meine ganze Verkabelung legen. Das wäre Option A. Finde ich ganz cool. Option B finde ich eigentlich schon fast ein bisschen cooler. Und zwar baue ich wieder so eine Wand. Genau so eine Wand, auch wieder mit den Elgato Wave Panels, baue ich zweimal schmal links und rechts hin, sodass ich quasi einfach nochmal mit so einer kleinen Lücke natürlich, dass es optisch auch cool aussieht, eine kleine Lücke. Und dann wirklich schmal die Dinger dahin, wieder mit indirekter Beleuchtung und so weiter auf beiden Seiten. Ich glaube, das könnte richtig, richtig cool aussehen. Da bin ich aber noch nicht ganz sicher. Auch mit den Holzpaneelen könnte ich eine indirekte Beleuchtung machen. Das ist kein Problem. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es genau gleich haben möchte. Wieder mit den Elgato Wave Panels oder halt mit diesen Akustik-Holzpaneelen. Das wird sich dann zeigen, aber darum geht es heute nicht im Video. Heute in dem Video geht es darum, was werde ich denn für ein Upgrade kriegen? Und vor allem auch wichtige Frage für alle, die es auch interessiert. Wie kriegt man denn so einen PC überhaupt an die Wand? Entweder baut man sich ein stabiles Regal oder so. Meiner Meinung nach nicht so eine coole Lösung. Oder man holt sich ein Wandgehäuse. Mit einem Wandgehäuse geht das natürlich ein bisschen einfacher. Gibt es leider nicht so viele. Man könnte theoretisch sein eigenes Gehäuse auch selber irgendwie verstärken hier an der Metallplatte, sich dann da was reinmachen und das Ganze dann halt an die Wand montieren, wird eventuell gehen. Aber es gibt ein paar Wandgehäuse, zum Beispiel von Thermaltake. Habe ich damals schon eins gehabt, das Thermaltake P3. Thermaltake hat jetzt aber neue Upgrades rausgehauen. Ich weiß nicht, wie lange es diese Gehäuse schon gibt, aber die waren mir zumindest neu. Optisch sehen die ein bisschen anders aus, ein bisschen cooler, ein bisschen fresher. Und die schauen wir uns einfach mal an, würde ich sagen, Freunde. Das wird wahrscheinlich auch das Einzige sein, was wir heute schon mal auspacken. Wir werden das alles hier auf dem Tisch aufbauen. Alles, was in den PC kommt, werde ich euch heute zeigen. Der zweite PC, also mein Streaming-Rechner quasi, der bleibt technisch genauso, wie er ist. Allerdings habe ich diese Wandgehäuse eben dann zweimal. Alles, was dann hier drin steckt, wird dann umgebaut in den zweiten PC. Und alles, was hier drin steckt, wird komplett einmal erneuert. Ich würde sagen, ich stelle euch jetzt mal auf und dann, ja, stapeln wir mal alles auf und dann reden wir nochmal darüber. So, es ist alles aufgereiht, Freunde. Es steht alles ready. Das ist, glaube ich, alles. Ich glaube, ich habe nichts vergessen, was in den neuen PC eingebaut wird. Und hier erstmal an der Stelle wirklich ein dickes, dickes Dankeschön. Ganz unverbindlich. Einfach so von mir. Ein Dankeschön an meinen Partner Medion, die mir gefühlt jedes Jahr wirklich Hardware zur Verfügung stellen, dass ich einen neuen PC zusammenbauen kann. Grafikkarten von Gigabyte oder Mainboards von Gigabyte, Seasonic Netzteile und so weiter. Das sind alles Komponenten, alles Hardware, die auch in Medion PCs verwendet werden. Nur hochwertige Komponenten werden da verbaut. Die haben immer wieder sehr, sehr gute Angebote. Schaut da gerne nach. Aber
auch Dankeschön an Corsair, die auch mal so ein bisschen was springen lassen haben. Und auch natürlich an Thermaltake für das Gehäuse. Denn das Gehäuse war mir persönlich jetzt wirklich sehr, sehr wichtig. Ihr seht es hier, das Core P6 TG nehmen wir als Basis. Und das Ding kann man entweder auf den Tisch stellen. Wir packen das auf jeden Fall aus und dann zeige ich euch das genau. Entweder auf den Tisch stellen oder eben an die Wand hängen. Ich bin selber gespannt, weil das eben ein neues Gehäuse von denen ist. Ansonsten haben wir aber auch eben von Gigabyte eine RTX 4090. Darf natürlich nicht fehlen. Dann von Aorus das Mainboard, ein Z790 Aorus Master. Ganz, ganz wichtig natürlich für die neue Generation der CPUs und vor allem auch DDR5 fähig. Da hat mir Corsair eben DDR5 Speicher geschickt. Ich habe mich tatsächlich aber diesmal entschieden, dass wir wirklich nicht voll belegen, sondern nur zwei Slots verwenden, weil das in der Regel einfach viel, viel flüssiger und stabiler läuft, auch wenn eine Vollbelegung natürlich schöner aussieht. Ist das aber rein technisch wirklich die bessere Variante und falls ich Bock habe, könnte ich halt irgendwann nochmal upgraden und hätte nochmal zwei Slots frei. 64 GB sind das, also 2x 32 GB. Ich könnte theoretisch auf 128 GB gehen, wenn ich wollen würde. Wie gesagt, dann hier Seasonic, haben wir Prime GX 1300 Watt Netzteil, also das Ding ist eine Maschine, so viel hätte am Ende sogar gar nicht sein müssen. Hätte auch viel weniger schon was gebracht mit der ganzen Ausstattung, aber lieber mehr als weniger, lieber haben als brauchen. Und dann nochmal so ein bisschen als Gimmick, haben wir hier so ein bisschen IQ LC100 Beleuchtung. Die sehen so ein bisschen aus wie Nanoleafs, nur sind die ganz, ganz klein und die kann man für einen PC verwenden. Da bin ich auch ultra gespannt, wie wir die dran bekommen, ob da überhaupt Platz ist bei dem Gehäuse, aber ich finde schon Platz. Und zu guter Letzt, leider nicht so schön verpackt, haben wir hier den Prozessor drin und zwar den i9-13900K. Ist ein kleiner Hitzkopf. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir mit der Wasserkühlung hinkommen, denn ich werde die Corsair Wasserkühlung verwenden, die ich jetzt schon aktuell habe. Und da kommen dann aber noch jeweils diese Displays drauf. Und zwar kann man die als Upgrade-Kit auch dazu kaufen. Und ja, Elite LC Upgrade-Kit heißen die, falls es irgendjemanden interessiert. Die kommen dann auch da drauf. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das alles, also das kann eigentlich nur richtig fett werden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Diese ganze Hardware, wir bauen den PC leider heute noch nicht, hat auch einen folgenden Grund. Am liebsten würde ich es einfach jetzt direkt aufbauen und schon an die Wand klatschen und so weiter und die Dinge auch schon direkt nutzen. Aber in der Vergangenheit oder in den vergangenen Jahren habe ich die PCs immer mit dem Zenchili zusammengebaut. Immer. Und diese Strategie, was heißt Strategie? Diesen Ablauf, diese Gewöhnung wollen wir einfach beibehalten und er kommt vorbei. Das heißt, er produziert ein Video für seinen Kanal, ich eins für meinen Kanal und so weiter. Also da wird es dann wieder zwei richtig coole Videos zusammengeben. Und ist auch mal was Cooles, finde ich, auch mal wieder mit dem YouTuber-Kollegen was zu machen. Generell finde ich eigentlich cool. Also falls du jetzt gerade zuschaust und YouTuber bist und Bock hast auf ein Projekt, nicht 20 Abonnenten, hey Ratun, hast du Bock, sondern wirklich, keine Ahnung, irgendjemand, der auf Augenhöhe ist, sag gern Bescheid, lass zusammen was machen, macht immer Spaß mit YouTube-Kollegen zu arbeiten. Es hat sich jetzt so ein bisschen arrogant angehört, ich weiß, auch 20 Abonnenten sind cool, Freunde, auch 10 Abonnenten sind cool, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ohne jetzt, dass das falsch verstanden wird. Ich denke, das wird ein richtig cooles Projekt, wir werden dann die PCs bauen und dann in einem weiteren Projekt quasi hier alles umbauen, da bin ich auch gespannt, vor allem die Bilder müssen dann weg, mein Laufband, was ich sowieso nie benutze, muss dann leider auch weichen, aber das ist kein Problem, das kann ich auch woanders hinstellen, aber die Bilder sind eigentlich richtig cool, muss ich echt mal gucken, was wir damit machen, am Ende verlose ich die dann auch einfach, ich weiß es nicht, die habe ich selber gebaut, Freunde, die sind mega, mega, also wirklich mega schick, werde ich dann sehen, keine Ahnung, ich würde sagen, wir packen jetzt erstmal das Gehäuse aus und schauen uns das mal an und dann können wir auch ein bisschen besser einschätzen, wie das Ganze dann an der Wand aussehen wird, aber gut, ich würde sagen, Hardware weg, Gehäuse lasse ich, packe ich jetzt aus und dann schauen wir uns einmal das Gehäuse an und da steht es, Freunde, ey, ganz ehrlich, schaut es euch an, Freunde, was ist das bitte für ein riesen Gehäuse? Also das Gehäuse ist nochmal viel größer als das Gehäuse. Also es wird eine Menge, Menge Platz an der Wand wegnehmen oder einnehmen. Also rein theoretisch könnt ihr diesen PC genauso als geschlossenes System, könnt ihr das an die Wand anbringen. Und das ist das, was ich eigentlich richtig cool finde. Aber es muss nicht geschlossen bleiben. Ihr könnt das Ding, ihr könnt auch die Gläser hier an der Seite hier oben abnehmen. Dann habt ihr quasi so ein offenes System nur mit der Scheibe vorne. Und dann habt ihr auch ein viel besseres, ja, einfach mehr Luft, die da eindringen kann. Und dann braucht ihr auch theoretisch wirklich nur drei Lüfter für den Radiator, für die CPU. Und das war's. Also das Ding sieht wirklich richtig, richtig geil aus. Wir haben hier vorne genügend Anschlüsse. USB viermal, dann Typ C haben wir einmal. Einen Reset-Knopf, einen Anknopf logischerweise. Und auf der Rückseite, und das ist das Entscheidende, Freunde, schaut es euch an. Hier haben wir eben Platz für eine VESA-Halterung. Das heißt, hier kommt dann die Halterung dran. Und dann könnt ihr die einfach ganz normal mit einer Fernseherhalterung an die Wand befestigen. Das heißt, wirklich VESA-Halterung und so wie das aussieht, ist es nicht nur 50x50, sondern 100x100. Ihr habt verschiedene Größen von VESA, die hier sogar drauf passen. Also das ist, das sieht wirklich, das sieht ultra sexy aus, das Gehäuse. Ich sag's euch ganz ehrlich, das sieht richtig
richtig, richtig fett aus. Ich mach mal die Scheibe auf, dann gucken wir mal rein. Die Scheibe ist ab, Freunde. Und so sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Und ich sage euch ganz ehrlich, ist schon ein gewaltiger Unterschied, ne? Also ich finde das Gehäuse richtig sexy. Wenn wir das an die Wand hängen, können wir natürlich das hier unten komplett wegmachen, dass das nicht so aussieht, dass man das eben, dass es ein Tischgehäuse ist, sondern dass es dann wirklich aussieht, also ab hier, diese Dinger kommen dann alle weg, dass es dann wirklich auch aussieht, als wäre es ein Wandgehäuse, ja? Also ich finde, das ist schon richtig, richtig cool gemacht. Man hat einfach die Möglichkeit, das Ding entweder wirklich so auf den Tisch zu stellen und dann haben wir die Möglichkeit, nicht nur hier Lüfter zu platzieren, sondern eben auch noch hier Lüfter zu platzieren, oben Lüfter zu platzieren und hinten auch noch einen Lüfter zu platzieren und sogar theoretisch unten auch noch. Wir können zum Beispiel das hier entfernen, das ist ja letztendlich auch dafür gedacht, dass man hier noch irgendwie eine HDD verbaut, die können wir wegmachen. Hier ist noch so eine Platte, habe ich gesehen, das ist für eine SSD, die kann man auch wegmachen, dann ist da unten glatt, das heißt, hier können wir auch die Corsair, diese Mini-Nano-Leafs quasi, LC100 anbringen und dann schaue ich mal, wo ich sonst noch mit den Dingern rumkomme, aber so im Großen und Ganzen ist jetzt die Frage, soll ich das Ding geschlossen, also wirklich so, als wäre es ein PC, nur ohne die Füße an die Wand machen, mit der Glasscheibe überall dran oder soll ich die Glasscheiben alle weglassen, nur vorne dran, dann wird auch das hier wegkommen, dann bleiben quasi nur noch diese Stangen hier übrig, auch das hier hinten verschwindet, glaube ich, komplett, also das kann man zum größten Teil zumindest alles abschrauben, dann bleibt nur noch dieses Stück hier und dann ist es wirklich ein komplett offenes Gehäuse. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr cooler finden würdet. Was aber auch machbar ist, wir können sogar hier die Grafikkarte, da brauchen wir nur so ein PCIe, so ein Wire-Kabel und dann können wir quasi die Grafikkarte auch vertikal verbauen, ja? Also ist schon echt ein fettes Gehäuse, sage ich euch ganz ehrlich, gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, jetzt muss nur noch Zenchili rankommen und dann können wir anfangen, den PC zu bauen und mit dem eigentlichen, mit der eigentlichen Herausforderung loszulegen und zwar die PCs halt an die Wand zu bringen. Aber das werdet ihr dann im nächsten Video sehen, wenn Zenchili da ist, weil da werden wir uns spätestens nochmal angucken, bauen wir das Ding offen, bauen wir es geschlossen und das wird es dann geben in spätestens 2 Wochen oder 2,5 Wochen, denn zum 1. April, und das ist hoffentlich kein April-Scherz, will er kommen, ja? Also wenn er mit da ankommt und sagt, hier, Ratun, April, April, ich komme gar nicht, dann ist was los. Dann ist was los, sage ich euch, Freunde. Aber das war es jetzt erstmal. Ich hoffe, wie gesagt, dass das Video euch gefallen hat. Falls ja, lasst dem Video einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald schon mit anderen Videos und spätestens in 2,5 Wochen mit diesem Projekt wieder. Bis dahin, euer Ratun. Peace!